Crazy Janky Games hier und herzlich willkommen zurück in der Welt von Gothic. Corines, ich glaube, das war Corines, oder? Oder war das aus Gothic 2 die Stadt da? Nee, das ist doch, meine ich, Corines. Ja, wie auch immer. In diesem Teil wollen wir uns durch das alte Lager schlagen, sage ich jetzt mal, also mit den Leuten sprechen, unseren Skill da besorgen, unser Einhänder-Skill, also das bisschen Geld und ja. Wir gehen jetzt mal hier rechts rum zurück, weil auf der linken Seite Bloodwayne. Ne, Bloodwayne war ein Spiel. Bloodwin? Bloodwin, genau so, Bloodwin. Hieß der, meine ich. Stand, oder das war der andere. Der ein Typ, der mir auch Geld abknüpfen möchte. Das sind alles Geldgeier. Die wollen immer alle von einem haben. Und ja. Da gehen wir jetzt. Ich halt hier lang. Ich muss jetzt erstmal selber überlegen, mit wem wir jetzt erstmal was hier anfangen kann. Also da vorne, dieser Typ da in dieser besonderen Kleidung, das ist ein Typ aus dem Sumpflager, Baltaran. Der wird uns später noch helfen. Da kann uns aber jetzt noch nicht behilflich sein. Gravo, den, der kann uns bei Problemchen helfen, wenn wir Stress mit jemandem haben. Dann kann er, uns dabei helfen, diese Probleme aus dem Weg zu gehen, sag ich mal, aus der Welt zu schaffen. So, nicht, dass ihr euch wundert, ich brate jetzt gerade das ganze Fleisch, das ist hier halt so ein bisschen umständlich. Da muss man halt dann jetzt ganz oft das einfach machen, bis das ganze Fleisch weg ist. Dann hört er automatisch auf. Das gibt dann nämlich 5 Lebenspunkte mehr, anstatt 10 gibt es 15 und das ist halt schon ein guter Unterschied. Und außerdem schmeckt es auch besser, so rohes Fleisch, ich weiß ja nicht. So, ja, da sind wir auch fertig. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? 34, ja, das ist doch schon mal nett, da haben wir erstmal genügend. Genau, wir machen, glaube ich, das jetzt erstmal. Da kommen wir erstmal an Erz heran. Da kommen wir an Erz heran, genau, ja. Das ging, meine ich. Müssen wir ausprobieren, ich weiß das nicht mal ganz genau. Also ich speichere jetzt, weil wir erledigen jetzt eine kleine Aufgabe. Da müssen wir jetzt mit Köpfchen reingehen, deswegen speichere ich schon vorher. Und zwar Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, ne? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Kein Problem. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Frage war erstmal das. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Also eine Schlägerei. Und das ist alles, was du wissen musst. Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Wahrscheinlich fast einen umgebracht, aber gut. Okay, hier mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. So, jetzt kommt nämlich der Clou, sag ich mal. Wir haben jetzt das Geld, ich speichere jetzt nochmal, so macht es dann nämlich mehr Sinn. Wir gehen jetzt zu MC Fisk, der steht hier vorne. Der Lümmel. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, der spricht schon. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Yeah. Ich will ein Schwert. Ja. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? So, da kommt jetzt nämlich die Sache. Das dürfen wir nicht sagen, sonst gibt das uns nämlich, glaube ich, gar nicht mehr. Da sagen wir jetzt... Vielleicht später. Ich weiß nicht mehr, ob man da irgendwie an Geld kam. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt mit ihm sprechen und können ihm dann, glaube ich, sagen, dass er 110 Erz dafür haben will. Klar, dass es Ärger gibt. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm.
Jetzt beeil dich. Und ich glaube, man konnte früher, da steht ja der Text, ich kann dir dein Schwert nicht besorgen, hier hast du deine 100 R zurück. Da gab es manchmal ganz früher einen Fehler. Dann konntest du ihn das anklicken, dann hast du ihm die 100 Erz wiedergegeben, aber hast die 10 Erz von ihm immer noch. Dann konntest du die Quest wieder annehmen, hast 100 Erz bekommen, konntest wieder die 10 von ihm nehmen und das konntest du dann so oft machen, wie du willst und so kann man an Geld. Dauert sehr lange, aber man kommt an Erz, nicht Geld. So, MC Fisk. Ich hätte jetzt gerne das Schwert. Ja, ich nehme es. Ich fürchte, du hast nicht genug Erz. Ich werde das Schwert noch eine Weile für... Whistler. Ah. Lass uns noch. Du kannst ihm sagen, er wird. Warte. Er hat mir doch Geld gegeben. Wo liegt das Problem? Was ist hier schon wieder für ein Fehler? Warte mal. Ja, willkommen bei Gothic. Da kann es mal gern zu kleinen Fehlern kommen. Lass uns So. Jetzt dammeln wir da nochmal hin. Sagen ihm, dass wir ein Schwert haben wollen. Ja, der labert mich jetzt voll. Ja, bla bla, ich hätte gern ein Schwert, bla bla. Bubla, Faselbubli. Vielleicht später. Gequatscht wird viel. Kann schon sein. So, jetzt gehen wir wieder dahin, sprechen ihn darauf an. Ey, Alter, wir brauchen noch 10 Erz. Kollege, hast du mal ein Erz? Geschichte muss doch wohl was dran sein. So, er gibt mir jetzt 10 Erz. So, jetzt. So, er möchte 110 Erz dafür. Ich habe 113 Erz. Wo ist das Problem? Ich. Ja, ich nehme es. Du hast ein gut. Jetzt geht's. Was ist ich? Das war gerade einfach ein Bug. Zeig mir deine. So, wir können auch mal gerade ein bisschen Zeug verkaufen hier. Whistlers Schwert. Ja, wir haben keine 15 Stärke, sonst hätte ich das provisorisch erstmal genutzt, aber wie auch immer. Seine Haut will ich trotzdem nicht. Eine Spitzhacke behalten wir. Die Pfeile behalten wir auch. Haben wir hier was wir nicht brauchen? Mana-Bonus. Ich möchte ja einen Krieger machen, also brauche ich das ganze Scheiß Zeug eigentlich gar nicht. Wir verkaufen es erstmal, because ich Geld brauche. Und ich mir das jetzt nicht so aus den Hintern ziehen kann. So diese Becher, die sind total unnötig. Und die Münzen, keine Ahnung, was die für einen Grund haben. Kochlöffel. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Wobei, komm, die Pfeile hauen wir auch noch weg. Dann haben wir 50 Erz. Und dann können wir uns den Einhänder skillen erstmal. Und dann passt das. Das ist dann. Dann ist das cool. Annehmen. Genau. So. Whistler, ich habe dein Schwert, das du haben möchtest. Der wedelt schon mit dem Schwänzchen. Hallo, hier, ich hätte gern mein Schwert. So. Absolut. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Gequatscht wird. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Ja, dass das Ärger gibt. Bis dahin. Mach's gut. Scheiß. Ja, das war ziemlich einfach. Wir haben die erste Stimme, die wir brauchen, wenn wir dem alten Lager anschließen wollen. Aber ich habe ja gesagt, wir machen erstmal so viele Quests, wie wir können, um zu leveln. So. Ich tu nochmal Speichern, das küsst ja nichts und geht eigentlich auch schnell. So, dann sprechen wir mal mit jemand anders. Die Quest werden wir dann gleich machen, wenn wir den Einhänder geskillt haben. Wo ist er? Das müsste der hier doch sein, oder? Dusty, genau, da ist doch Dusty. Tolle Kameraführung. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parvest da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ach, das war der. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften.
Das werden wir später machen, da müssten wir den Typen eskortieren. Aber den meine ich gar nicht. Ich meine jemand anders. Der sitzt dann nicht hier, sondern ein Stück weiter geradeaus, also ein Stück weiter hinten. Gut, wir brauchen auch noch nicht mit dem Sprechen eigentlich. Wir können die Quest auch so erledigen, weil wir müssen nur einen Gegenstand finden und das können wir halt auch so machen. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Dingsda-Bumsda-Leini. Ich kann euch mal was zeigen. Und zwar da unten der linke Typ, der vom neuen Lager da, das ist Mordrak. Der tut uns auch nichts, wir tun den auch nichts, alles easy peasy. Das machen wir dann auch noch später. Wir machen hier erstmal ein paar Quests halt. Ich bin gerade am Überlegen, gab es hier eine Truhe? Ja, hier konnten wir irgendwo was stibitzen. Hier ist nie einer drin. Ja, ich habe keinen mehr, toll. Naja, egal, haben wir die Chance versemmelt, ist auch egal. Ständig speichern, laden, das ist ja dann Pirlefax. So, wir gehen mal zurück zu, wie heißt da nochmal? Salty? Nein, keine Ahnung. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Trainierst du auch Kämpfer, blablabli, Fusel, blablabla, Einhänderstufe 1. Ich will besser mit Einhand. So, jetzt haben wir erstmal die Grundvoraussetzung, weil Zweihandschwerter gibt es erst später. Da können wir halt jetzt noch nicht mit anfangen, wenn wir das jetzt skillen würden. So, es ist nur für den Anfang, jetzt kommt gleich dann immer Stärke und anderes Zeug. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Wir werden auch jetzt dann, ein paar Viecher killen gehen und halt das holen. Ja, wir stehen jetzt auch anders, wir haben das nicht mehr in zwei Hände, das Einhandschwert. Sieht jetzt nicht mehr so dämlich aus und wir können jetzt halt das Zeug machen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Damit kann man so einfach Viecher killen und kritische Treffer ablegen. Das ist dann schon witzig. Das werden wir auch jetzt tun. Wir werden ein paar Viecher in den Arsch treten. So, wir gehen jetzt aus dem... Das müsste, meine ich, das Nordtor sein. Das andere ist das Südtor, wo wir reinkamen. Wir gehen jetzt durch das Nordtor. Nehmen wir jetzt... rechts von uns ist dann da Gebirgspfad, sage ich mal. Der uns zu diesem Typen da gebracht hat, der sich versteckt hält. So, ja. Das ist nämlich da vorne. Da vorne sind dann auch die Scavenger. So, wir sammeln natürlich erstmal die ganzen Pilze ein. Und da vorne in der Höhle, wo die drei Morads sind, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Jetzt zumindest nicht mehr als Einhänder. Als Anfänger der Einhänder, was haben wir denn? Wie viel? 5% ausgebildet. Ja, die nächste Stufe wäre 40%. Das kostet dann 20 Erfahrungspunkte, meine ich. Und die nächste dann 30. Aber dann gehst du wirklich extrem ab mit Einhandwaffen. Das ist dann wirklich krass. So. Ihr kennt das Spiel. Das ist wieder ein Speichern. Jetzt krieg ich Schluck auf. Von der Pizza. Von vorhin. Barbecue Chicken. Eine recht leckere Pizza eigentlich. Ja, außer man geht da so planlos rein. Also mit ein bisschen Taktik sollte man das dann doch schon machen. Ja, das war jetzt ein bisschen dämlich. Aber gut. Das ist halt blöd, dass das eine Viech reingegangen ist. Am besten müssen wir warten, bis das Ding wieder rauskommt. Ich glaube, das machen wir auch. Es herrscht Bewegung. Aber wieso konnte ich den nicht treffen? Willst du mich verarschen? So, mein Gott. Echt, ich muss mich sowas von ans Kampfsystem wieder gewöhnen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich werde mich jetzt nicht heilen. Wobei, da sind noch ein paar Scavenger und wir haben so viel gebratenes Fleisch, da können wir uns auch was von reinhauen. Das ist eigentlich egal. Komm, weil wir haben sowieso kaum Lebensenergie, wie man sieht. Also, wir sind ja auch noch Nubi. So, hier liegt nämlich der liebe tote Gardist. Ich glaube, der hieß Sly, oder?
Nee, Neck. Sly, das war jemand. Das war der Typ, der das Ding haben will. Schutzverwaffen 5. Können wir erstmal ausrüsten, aber das geben wir ihm dann auch gleich ab. Und hier liegt eine verwitterte Axt, aber ich glaube, die macht weniger Schaden, oder? Nee, die macht einen Schaden mehr. Und ich mag Äxte persönlich sogar lieber. Dann nutzen wir natürlich die. Das macht jetzt keinen wirklich spürbaren Unterschied. Aber ist, finde ich, stylischer. Besonders, weil es hier Äxte kaum gibt in Gothic. Da gibt es echt nur Schwerter fast. In Gothic 2 gibt es da ein paar Äxte auch. So. Da vorne sind die 4 Scavenger. Die schaffen wir noch nicht. Das sind einfach zu viele auf einmal. Wir können uns aber schon mal um die 2 Scavenger hier vorne kümmern. Was sagten die Erfahrung? Ja gut, wenn wir die Quest noch abgeben, dann gibt es ja auch noch Erfahrung. Gut, wir können uns dann gleich schon wieder das nächste Level abholen. Das wäre natürlich super. Dann können wir ein bisschen auf Stärke machen. So, da vorne ist ein Varan rechts, den hat man gerade schon ein bisschen gesehen. Merkt ihr was? Das geht ganz schön ab, wenn man das schon geskillt hat. Vor allem ist die Axt auch ein Stückchen länger. Den Varan könnte ich auch schaffen, aber die Dinger sind manchmal total einfach zu besiegen, weil die dann strodoof sind, aber die können auch übel schwer sein, weil die sau schnell sind. Ach, ich kenne so einige Tricks. Wir könnten zum Beispiel einen Ork von ganz oben von einem Berg unten in die Stadt locken. Dann geht vielleicht irgendein Butler oder so drauf. Das ist egal. Die kloppen, kloppen, kloppen und haben den irgendwann tot. Und dann liegt da die Waffe rum und da kriegt man schön Geld für. Kann man machen. Aber das lasse ich. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht wirklich. Was machen wir? Ich glaube, wir gehen nach vorne. Wir gehen hier einmal kurz rum. Und gehen zu den anderen Morads. Die killen wir dann auch einmal. Dann geben wir das Necklace ab. Also die Halskette. Und da müssten wir unser Level abhaben. Und dann gehen wir zu Diego und holen uns unsere 10 Stärke. 4, 4, 4. Wisst ihr was? Ich will's ausprobieren. Ich will's wissen, Leute. Das ist halt so dieser Reiz an Gothic. Kann ich das schon schaffen? Ich bezweifle es. Ich bezweifle es ganz groß, weil die Viecher sind einfach so viele auf einmal. Läuft. Ja, wenn man sich richtig konzentriert darauf, dann kann man es auch schaffen, wie man sieht. Gut, dann brauchen wir nach vorne gar nicht gehen, dann gehen wir das ab. Die Morads können wir später noch killen. Ja, wir haben jetzt schon fast Level up. Das ist nice. Nice, nice, nice. Gut, gehen wir wieder zurück. Suchen wir Sly. Und dann, ja. Wir müssten uns ein bisschen Erz erklauen. Ein paar Aufgaben machen, ein bisschen rumrennen, ein paar Truhen suchen, dass wir uns wenigstens eine Butlerhose holen können. Also eine erste kleine Rüstung, dass wir ein bisschen mehr abkönnen. Dann können wir auch in die Arena gehen. Können wir uns mit dem ersten anlegen, gibt Erfahrung, gibt ein bisschen Erz, meine ich. Bär, cool. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Geh mir nicht auf den Senkel. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Also ich finde die neuen Texturen echt nice. Und besonders die 3D-Modelle und die bessere Belichtung. Das sieht ziemlich nett aus. Also das Spiel sieht eigentlich um einiges schlechter aus. Was mich auch nicht stört, aber wenn es schon solche Mods gibt, die das Spiel originalgetreu verschönern, dann klar, also das sieht genauso aus wie normales Gothic 1. Nur dass es halt besser, qualitativer, high-resolutioner aussieht. Genau, Sly, da wollten wir hin. Der Sly. Der müsste da vorne sein. Da können wir auch einen guten Kollegen besuchen. Wobei, da kann uns dann auch einer dieser Geldeintreiber... Ja, da oben steht er auch. Dann machen wir das auch noch nicht. Später können wir uns den widersetzen, weil dann... Ja, das kann passieren, dass sie ein bisschen Stress mit dir wollen. Ein bisschen Stress machen. Der müsste hier oben sitzen. Ach, da gibt's doch auch noch diesen Penner. Hä? Ja, der ist witzig. Passt mal auf. Lass uns nicht. Wo saß Sly nochmal? Wo ist der Penner? Der saß doch hier oben irgendwo.
Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß. Ich hab eigentlich schon richtig geguckt, das war doch mal nicht beim Marktplatz. Da können wir gerade mal was Witziges machen. Danach würde ich auch da den Schnitt erstmal setzen. Pass mal auf, das ist voll geil. Da gehe ich jetzt mal hin. Ich hoffe, das geht auch. Nimm die Waffe runter. Waffe. Hallo. Steck die Waffe weg. Steck. Ich krieg schlechte Laune, wenn du... Geht nicht. Kluges Kerlchen. Sprichst du mich an? Wieso spricht er mich nicht an? Das wundert mich gerade. Oder spricht er eigentlich an? Doch. Was macht das? Sag ich. Oder nee. Pass auf, warte. Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Wieso auch immer. Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht halt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Das ist so ein Vollspast. Mach endlich Platz, Mann! Ja, wir können jetzt halt einen aufs Maul hauen. So, das schaffst du aber, glaube ich, noch nicht. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Ja, doch, wenn wir taktisch vorgehen, und du kannst was erleben. Können wir das schaffen. Was aber Tinnef ist, also das bringt uns gar nichts. Wir machen es aber trotzdem in der nächsten Folge. Naja, wie auch immer. Ich würde jetzt die Katze setzen. Crazy Junkie Games. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, Daumen hoch halt oder ein Kommentar. Facebook, wie auch immer. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.